herzlich willkommen zu meinem 333 plus 10 Abonnenten-Special. Ja, eigentlich war mal wieder was anderes geplant, aber das ist ein bisschen aufwendiger und ich kann nicht mehr leiser machen. daher kommt das jetzt hier. Genau. Daher gibt's das dann mal irgendwann anders, was ich eigentlich geplant hatte. Die Musik irritiert mich so. Dave hatte mich gefragt, ob ich denn das schlechteste Atari-Spiel aller Zeiten kennen würde. Und da meinte ich, nee, keine Ahnung. Und dann hat er mir von E.T. dem Spiel erzählt. Das ist gleichzeitig 1982 mit dem Film dann rausgekommen. Und als ich diese Seite aufgerufen habe, ich verlinke euch das, und diese wundervolle Bit-Musik gehört habe, hatte ich einfach diese nostalgischen Gefühle in mir und musste, bevor ich aufnehme, erstmal nach zigtausend Jahren mal wieder E.T. schauen. Vielleicht geht es euch ja jetzt auch so nach diesem Part und ach, der Film ist einfach so toll. So können wir auch gleichzeitig mein Synth-Zitat eigentlich einbauen für die Woche, und zwar E.T. nach Hause telefonieren. Oh, okay. Gut. Boah, die Musik irritiert mich total. Ja, würde ich sagen, legen wir mal los, oder? Ich habe keinen Plan, ich habe kurz reingeschaut und hatte dann auch keinen Plan. Und er meinte, ach, Grüßli, hier in die Schweiz, ne? Dave meinte auch zu mir, man hat einfach bei dem Spiel auch nicht wirklich Ahnung. Er hat mir nur gesagt, dass ich auch, wie ich aus Löchern rauskomme und dass halt Leertaste die Action-Taste ist. Und wir haben die Pfeiltasten mal wieder. Ihr kennt ja meine Pfeiltastentaste, ne? Happy Wheels und so. Naja, schauen wir mal, wie das hier läuft mit meiner einen Pfeiltastentaste. Okay, ich würde sagen, wir legen los, weil langsam wird es irritierend hier drin. Okay, wir kommen mit einem Raumschiff auf die Erde. Ich habe auch noch nicht genau gepeilt, was diese Zahl da unten bedeutet. Aber ich möchte sie auch nicht bei 0 stehen lassen, muss ich mal sagen. Was war denn das jetzt da oben gerade? Okay. Ja gut. Das hatte ich nämlich schon gesehen und da habe ich mal ein so ein Ding eingesammelt. Was will der denn dauernd von mir? Macht doch gar nichts. Und ich dachte erst, was ist denn das jetzt da unten? Was haben wir denn da eingesammelt? Ich glaube fast, jetzt nach dem Film mal wieder gucken. Okay, zumindest hat er uns das gerade weggenommen, was auch immer das war. Ich denke, das sind die Süßigkeiten. Also das macht Sinn, dieser eine Pixel, der am Boden liegt, ne? Okay, ja. Ich würde... Oh, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Ich hab doch nichts. Ich würde jetzt denken, weil oben ist ein Pfeil nach unten, dass wenn ich jetzt die Action-Taste, also die Leertaste drücke, dass ich nach unten komme, ohne Punkte zu verlieren vielleicht. Weil wenn wir gehen, dann verlieren wir ja Punkte. Doch, nein, wir haben... Was? Wer bist du denn? Nein, wir haben... Alter! ja, schön. Nein, wir haben Punkte verloren, habe ich gerade. Oder haben wir welche bekommen? Ich bin gerade irritiert. Nein, wir haben welche verloren, oder? Boah, jetzt lass mich in Ruhe. Ich gehe jetzt wieder. Okay, was ist das hier? Da kommt wieder nur der. Ja, lass mich jetzt in Ruhe. Lass mich jetzt, back da nicht so rum, lass mich jetzt in Ruhe. Ich sammle hier meine Süßigkeiten jetzt ein. So, wir drücken jetzt hier nochmal. Nee, wir verlieren Punkte. Wieso kommen wir jetzt nach oben, wenn wir da aus dem Wald... Ach, ist oben auch der Wald? Mhm, kein Plan. Sollen wir mal nach rechts gehen? Ah ja, okay, Loch. Da hat er gemeint, Leertaste und hoch. Okay, wir fliegen. Vorsichtig! Oh. Nein, jetzt. Das fängt gut an, Leute. Das fängt gut an. Geh jetzt da. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Leertaste hoch jetzt. Ja, das ist mit meiner einen Taste halt wieder das kleine Problem. Ja, wie oft werde ich das jetzt noch machen? Jetzt geht er hoch. Warum geht er denn nicht da hoch? Ich fange gleich nochmal an. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus, Leute. Also, das war das Special für euch, von mir.
genommen, meine eine Taste. Das ist echt blöd. Ja, ich fange gleich nochmal an. Das kann auch ein bisschen dauern. Wir haben gleich keine Punkte mehr, Leute. Geh jetzt darüber. Das kann doch nicht so schwer sein. Willst du mich doch verarschen jetzt? Danke. Ja, nimm mir meine Dinger weg. Schön. Ich... Fragezeichen. Ja. Nein, nicht du jetzt. Geh weg von mir. Geh weg. Ach, ich kann auch sprinten. Ich gehe jetzt da rein. Oh, da ist nämlich irgendwas aufgeblinkt. Okay. Okay, was ist das jetzt? Das hatte ich noch nicht. Also wie gesagt, dieses eine Pixel-Ding hatte ich schon mal eingesammelt. So, jetzt müssen wir erstmal hier wieder rauskommen. Hm. Schauen wir mal. Ja. Wunderbar. Ja, ich komme da nicht weg von diesem Loch da oben raus. Mit meiner blöden einen Taste. Das ist echt blöd, Leute. Okay, geh weg von mir. Fragezeichen. Nichts passiert. Bug da unten. Warum fliegt der nicht ins Loch? Was ist hier eigentlich? Nichts passiert. Was ist das? Passiert auch nichts. Okay, wir sind im Wald. Ja, geh mal nach rechts rüber. Da ist noch eine Süßigkeit. Lass mich in... Ist das Elliot? Das sieht aus wie ein kleiner Junge. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Da war ein Fragezeichen. Achso, der macht ja... Genau, der nimmt mir nur die Süßigkeiten weg. Passt ja alles. Der ist ja nicht so schlimm. Der bringt mich ja nicht... Ich war nicht im Loch. Ich wollte gerade zu der Süßigkeit. Hallo? Kannst du mal deinen Kopf wieder... Danke. Ich brauche mal ein Fragezeichen oder so. Ja, ja, back du mal da unten rum. Was ist das? Das sieht aus wie, das könnte unser Raumschiff sein, oder? Hä, wo ist denn eigentlich jetzt? Ich hatte doch oben was eingesammelt. Ist das nicht mehr da? Dieses E oder so. Was ist das hier eigentlich? Hm. Wir haben eh gleich keine Punkte mehr. Ja, geh nochmal da rum. Weg vom Loch. Ja, ich würde sagen, wir müssen da nochmal neu starten. Na, wenigstens können wir so nicht in den Knast landen, was auch immer dieser eine Typ da macht. Ich komme da nicht von weg, Leute. Ich weiß nicht, ob es an meiner anderen Tasten liegt oder ob es am Spiel liegt. Und wenn es am Spiel liegt, dann ist es wirklich etwas nervig, ja. Wir sind eh gleich tot. Ach ja, jetzt sind da, rennt der andere auch darum. Ich habe schon zwei Süßigkeiten. Was auch immer das Ziel hier von... Oh nein. Oh, dann ist das wirklich Elliot. Oh, hat er uns wieder mit seiner Liebe lebendig gemacht. Ich werde immer bei dir sein. Oh, dieser Film. Also gerade jetzt, falls mir irgendwer gerade zuschaut, wahrscheinlich nicht aus den neuen Generationen, ich denke, ihr habt schon alle bei dieser Pixel-Grafik abgeschaltet, aber egal. Sollte noch jemand davon zuhören, schaut euch unbedingt E.T. an, falls ihr es noch nie getan habt, weil ihr gesagt habt, boah, der ist von 1982 oder so, ja. Schaut euch den Film an. Er ist so wundervoll. Oh, okay. Wir versuchen hier wieder aus dem Loch rauszukommen. Weg da! Wir sind eh gleich schon wieder tot. Ach! Lasst mich jetzt. Ja, nimm die weg. Ist mir jetzt egal. Oh nein. Ja, danke schön, Tschüssikowski. Ich will ein Fragezeichen oder so nochmal haben. Ja, ja, ich hab nichts. Der eine, der stresst mich gar nicht so. Vorsicht mit den Löchern jetzt hier. Wie oft kommt denn dann eigentlich Elliot? Wahrscheinlich nur einmal, oder? Ja, nimm's ruhig weg. Passt schon. Was ist das hier? Weiß ich auch nicht. Ah, da kam ja nichts, glaube ich. Ist hier irgendwo... Hier ist gar kein Fragezeichen. Ja, lass mich jetzt in Ruhe. Da. Da hinten ist was drin. Nein, 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 nein! Ich wollte rennen. Wo war denn das jetzt? War das hier? Oh, Leute.
Fragezeichen? Hier ist nichts. Ich bin gleich schon wieder tot. Hä? Wo war denn jetzt das Loch, Leute? Wo war denn hier ein Loch? Ach, da ist... ja, ich verstehe. Mal gucken, wo wir auf welchem Bildschirm wir jetzt sind. Weg da, weg da, weg da. Oh, lass mich. Nein, nicht der. Weg da. Oh, offenbar haben wir was gefunden. Ja, dann hat mir irgendwer das Teil da oben weggenommen. Ich hatte doch schon eben so ein CE-Ding da. Oder? Das sah vorhin anders aus, was ich da hatte. Ich weiß gar nicht. Müssen wir da die Dinger sammeln, hier in den Löchern? Wahrscheinlich. Wie viele? Eins? Mehrere? Und was mache ich dann? Ich bin gleich schon wieder tot. Ja, nimm mir meine Süßigkeit weg. Stört mich nicht. Oh, nein. Der hat mir nicht meine Süßigkeit weggenommen. Jetzt, der hat mir oben das Ding weggenommen. Das ist doch assi. Das ist ja scheiße. Dann ist der ja doch gefährlich. Boah, wie soll man das Spiel schaffen? Also ich weiß ja auch nicht, unten stand ja eben noch zwei. Ich weiß gar nicht, was ich sammeln soll. Soll ich das Ding oben sammeln oder unten? Hier passiert nichts. Ja, jetzt bin ich schon wieder tot. Ach, hier ist ein Fragezeichen. Hier passiert aber nichts. Lass mich jetzt in Ruhe. Ich habe nichts für dich. Oh nee, dann war hier schon wieder das doofe Loch hier an der Seite. Ja, hoch erstmal und jetzt hier seitlich, vorsichtig. Okay. Oh nein, ich bin doch da gar nicht reingelaufen. Boah. Ihr glaubt es nicht, Leute, aber das Spiel nervt ein bisschen. Oh Gott, wir sind tot. Oh Gott. Und was heißt jetzt die 3? Ist oben, oben ist eine 1 und da ist eine 3. Bedeutet das irgendwas? Ich weiß es nicht. Wollen wir es nochmal versuchen? Wie lange nehme ich schon auf? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht lange. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach nochmal. Jetzt haben wir nochmal mehr Punkte. Vielleicht klappt das jetzt besser. So, genau. Geh einfach gleich mal rüber. Fragezeichen, halt. Da. Schnell da was sammeln. Und da rein. Okay. Okay, soweit so gut. Okay, hoch. Nein. Wieso haben wir jetzt zwei davon? War da eben noch eine Süßigkeit gelegen? Rüber jetzt. Aber man ist ja auch immer irgendwie an der gleichen Stelle, kommt man hier raus. Das ist echt scheiße. Lass mich. Du auch. Obwohl, der sperrt der einen jetzt nur ein oder nimmt der es mir auch weg? Schauen wir uns mal kurz an. Weil dann müsste ich ja vor dem weniger Angst haben. Gut, der bringt mich halt immer ins Knast. Oder er backt rum. Okay, aber jetzt weg, weil dann kommt der andere wieder. What? Nein, da wollte ich nicht rein. Ich wollte hochraufen. Scheiße, jetzt backt... Jetzt ist der unten halt dann. Ich bin runtergelaufen und nicht ins Loch. Okay, das läuft nicht besser als vorhin. Ein bisschen vielleicht, ein bisschen. Okay, weg. Weg, weg. Nein! Oh Gott, das wollte ich nicht. Das ist echt scheiße. Wenn man aus dem Bildschirm rauskommt und dann ist da gleich ein Loch, tut mir leid. Aber das ist halt echt nervig. Ich glaube, das ist das Nervigste am Spiel. Vorsichtig. So, mach den Kopf mal wieder runter. E.T.? Danke. Lass mich. Das meine ich. Dass man wegrennt von den blöden Leuten und direkt halt hier in so ein scheiß Loch reinrennt. Ja, ach so, jetzt hängen wir hier. Ja, auch geil. Hoch bitte. Ich muss gleich aufhören, weil, meine Aggressionen werden gerade nicht besser. Ja, das ist doch scheiße. Wie will man denn das schaffen hier? Das, die kommen... Ja! So, lass mich jetzt alle in Ruhe. Fragezeichen. Hier ist nichts. Jetzt hat er es mir schon wieder weggenommen. Wie soll denn das Spiel machbar sein, bitte? Lass mich jetzt in Ruhe. Oh, scheiße. Ja, gut.
fuck you. Genau, und dann wirkt. Das meine ich. Ich meine, es könnte ja ein ganz witziges Spiel sein. Wenn es nicht so scheiße wäre. ja. Egal. Oh, vorsichtig. Das habe ich mir gerade schon gedacht. Nee, halt echt. Ach, vielleicht ist die 3 unsere 3 Leben, ne? Wahrscheinlich. Und die 1 oben war Stufe 1 wahrscheinlich. What the fuck? Fick dich doch. Und die 3 unten waren dann unsere 3 Leben. Und dann kommt Elliot 3-mal. Ja, genau. Das macht dann irgendwie Sinn, oder? Ja, mach. Ich hab nichts zum Klauen. Also der sieht aus wie so ein FBI-Typ. Der andere weiß ich nicht genau, was der... Warum der mich einsperrt. Vielleicht so ein Wissenschaftler oder so. Also er hier ist bestimmt FBI und der andere ist ein Wissenschaftler. Ich trinke mal einen Schluck. Oh, nee, jetzt... Ach nee, ach, ich habe ja nichts. Genau. Okay, da ist was drin. Nehmen wir eine Süßigkeit und geh da rein. Wie viel muss ich denn von denen... Wie viel muss ich denn von unten und von denen oben sammeln? Kann mir das immer jemand sagen? Steht auch nirgendwo. Ich glaube, das ist das Problem halt. Ich glaube auch an dem Spiel, dass man vielleicht einfach gar nicht weiß, was man tun soll. Irgendwie. Hm. Aber ich meine, damals, es gab ja viele Text-Adventures in der Zeit, wenn es mich nicht täuscht. Da war ja alles selbsterklärend, weg von dem und von dem auch. Und schau mal, die kommen ja immer wieder. So. Lass mich jetzt... Ich finde das hardcore, Leute. Ich finde das hardcore. Und ich finde jetzt nicht, dass ich mich extrem anstelle hier gerade. Außer bei den Löchern vielleicht, aber das ist echt schwer. Aber das, schau mal, ich bin jetzt eben die ganze Zeit ab den Bildschirm gewechselt und da waren dauernd diese bekloppten Leute. Ich meine, wie will man denn... Ich meine, gut, der eine sperrt mich ein, okay, das geht ja noch. Aber der andere, wenn der mir dauernd meine Sachen klaut... Also, das finde ich schon ein hohes Level. Sehr hohes Level. Das ist nur für die Hardcore-Gamer. Oh nee, vor dem Vorsicht. Ja, und dann muss ich ja auch noch... Lasst mich jetzt alle in Ruhe. Kann man jetzt hier vielleicht das Schiff auch wieder rufen? Ach so. Ach, das ist natürlich auch gestimmt. Ich kann ja so dann auch die Räume wechseln. Oh, das ist toll. Jetzt haben wir das E da oben. Das hatten wir doch vorhin schon mal, ne? Darum dachte ich ja. Und da hat der beides weggenommen. Jetzt haben wir oben ein E und unten eine 3. Ist irgendwie witzig. Cool, wir haben schon richtig viel Leute. Ich weiß aber nicht, was wir machen sollen damit. Hm. Wir sind bald schon wieder tot. Geh hoch, genau, und weg. What? Jetzt hat er mir schon wieder mein eines E geklaut. Ich kann mir vorstellen, was wir bauen. Sollte ich mal irgendwann wieder aus dem Loch rauskommen. Ich kann mich ja gleich mal verhaften lassen. Ja, komm, nimm mich mit. Gute Sache. Dann gehe ich wenigstens nicht ins Loch. Ich könnte mir vorstellen, dass wir ein Telefon bauen. Weg hier, weg hier. Da lag jetzt aber eins. Warum ist das jetzt weg? Das ist eine fiese Sache. Da lag gerade eins. Da bin ich zufällig reingefallen. Und jetzt ist es weg, nur weil ich tot war. Das kann ja nicht sein. Ich glaube, wir bauen ein Telefon, Leute. Das macht Sinn. Die Süßigkeiten... Ich meine, das ist ja das Einzige, worum es auch im Film geht. Um Süßigkeiten und Telefon. Wenn man es mal ganz genau nimmt. Und Halloween. Mit Yoda. Hä? Könnte Sinn machen. Aber das sieht da oben irgendwie nicht nach dem Telefon aus. Aber, naja, ich will ja nicht sagen. Obwohl, sein Telefon sah auch nicht nach dem Telefon aus. Also, egal. Halt, nee, so. Hoch. Da war eins drin. Das finde ich scheiße. Lasst mich jetzt alle. Leute, das ist jetzt die letzte Runde. Verspreche ich euch. Ich mache danach Ende. Lass mich. Jetzt hat er mir nichts weggenommen. Komischerweise hat er mir jetzt gerade nichts weggenommen. Nommen. Da ist ein. Jetzt hat er mir was weggenommen, aber hier ist nochmal eins drin. Okay. Wir sind gleich schon wieder tot. Komischerweise. Ist hier noch was? Nein. Okay, back da unten ruhig rum. Wir wechseln mal kurz den Standort. Lass mich... Ich wollte jetzt eigentlich gerade echt von selber ins Loch fallen.
Oh, ich bin tot. Ätzende Scheiße. Weg. Lass mich. Oh, hallo. Okay, so weit waren wir ja schon mal. Nur, dass wir voll viele Süßigkeiten haben. Wenn es denn Süßigkeiten überhaupt sind. Ich denke, das Telefon... Oh, ich dachte, ich würde jetzt wieder ins Loch fallen. Ja, genau, das meinte ich nämlich. Oh nein, da ist gleich der Mann. Leute, das ist spannend. What? Lass mich. Jetzt hat er es mir schon wieder weggenommen. Das ist doch assi, ist das doch. Sammel hier nochmal eins ein. Sechs. Uah! Oh. Mano. Schlage ich mich gerade gut oder schlage ich mich gerade nicht gut? Ich weiß ja nicht, was das Ziel ist. Nein. Lass mich. Und das ist das Nervigste. Echt, wechselst den Bildschirm bis gleich in einem Loch. Wie soll man denn dieses Scheißspiel schaffen? Was ist überhaupt das Ziel? 100 pro ein Telefon und die Leute wieder anrufen. Nur wie macht man das? Und wie? Ja, nee. Ich weiß nicht, warum ich dauernd da reinfalle. Ich sehe immer nur Wald und... Ja gut, dann nimm mich halt ins Gefängnis, kein Problem. Was ist das eigentlich für ein Haus? Bestimmt Elliots Haus. Lass mich jetzt in Ruhe, lass mich jetzt in Ruhe, lass mich jetzt in Ruhe. Fragezeichen war da gerade, aber... Oh, ich bin schon wieder tot. Oh. Okay, das ist das Zeichen für Elliots Haus gewesen. Keine Ahnung. Was ist das jetzt? War das jetzt meine Punktzahl? Keine Ahnung. Vorhin stand da nur eine 3, oder? Warum steht da jetzt nur eine hohe Zahl? Hä? Doch, vielleicht, weil ich damals hatte ich da, da hatte ich wahrscheinlich gar nichts. Da hatte ich nur 3 Punkte oder so und jetzt hatte ich irgendwie 6 Süßigkeiten und einen so einen Teil da oben. Leute, kennt ihr das Spiel? Habt ihr das schon mal geschafft? wenn nicht, wollt ihr das mal schaffen? Ja, war mal ein Ausflug wert, würde ich sagen. Und ich muss sagen, mir gefällt der Film besser. Also wie gesagt, das Spiel hat ja irgendwie was, aber es ist also durch die beiden Typen einfach unglaublich schwer. Und ja. Also wenn jetzt, sagen wir mal, nur der eine wäre, der einem vielleicht halt nur in den Knast steckt, okay, da muss man die mal ausweichen oder man wird in den Knast gesteckt, hat dadurch halt wieder mehr Gehweg. Aber dieser FBI-Typ da, der einem halt, wenn er die Süßigkeiten unten klaut, wenn man die vielleicht noch nicht mal brauchen würde, wäre es ja in Ordnung. Aber ich denke, man braucht oben bestimmt diese Dinger, weil die ja da auch so versteckt in den Löchern liegen. Und wenn das ein Telefon wäre, was sehr viel Sinn macht, dass er halt dann sowas wegnimmt, ist dann scheiße, weil ich weiß ja auch nicht, wie viele Teile ich da brauche. Weiß nicht. Hat es schon gereicht, das E? War das ein E für Exit? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht wisst ihr es ja und könnt mir da auf die Sprünge helfen. Und dann hoffe ich, hat es euch gefallen, dieser kleine Ausflug. Oder auch nicht. Ich muss sagen, ich fand es ganz witzig und extrem nervig. Aber das schlechteste Spiel... Ach... Weiß ich nicht. Also ich würde es jetzt nicht unter mein schlechtestes Spiel zählen, was ich jemals gespielt habe. Ich wüsste aber auch nicht, welches mein schlechtestes Spiel wäre. Puh. Naja, ich meine, ich hatte damals so, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, ich hatte in Mallorca, als ich so 6 war oder 7 war, hatte ich mir ein Gameboy-Spiel gekauft, schon zigtausend Jahre her, ne, wisst ihr, mit 82 Spielen. Sowas gab es ja damals mal. Waren natürlich nicht 82, waren glaube ich nur insgesamt 30 und die haben sich halt dann zigmal wiederholt. Da waren schon einige beschissene Spiele drauf. Aber ich denke, das lag einfach daran, weil ich sie nicht gepeilt habe. Und hier ist es ja das Gleiche. Würde man das Spiel peilen, würde man irgendwie eine kleine Erklärung bekommen, hätte man so eine kleine Agenda oder so, dann wäre es vielleicht auch besser. Ich glaube, es liegt echt immer daran, wenn man ein Spiel nicht peilt, ja, dann macht es auch keinen Spaß, ne? Ist ja bei Filmen nicht anders, obwohl ich ja auf Filme stehe, die ich nicht peile. Beziehungsweise dann kann ich sie halt... Kann ich mir selber den Sinn überlegen, ja, was er aussagen könnte. Naja, gut. Okay, viel zu viel schon wieder gelabert. Dann machen wir jetzt mal Ende. Und
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend und ja, bis zum nächsten Special, das dann auf jeden Fall, wie gesagt, aufwendiger wird. Apropos, falls ihr euch noch erinnert, bei meinem 222-Special habe ich gesagt, da war auch was anderes geplant. Das konnten wir aber nie wirklich jetzt mehr umsetzen, weil wir beiden Doof-Trottel, das war ein Let's Cook, beziehungsweise Let's Cook, Let's Sauf, Let's Fuck, also F-A-Q. Und ja, wir beiden Doof-Trottel haben irgendwie beim iPhone, wir haben immer verschiedene Szenen aufgenommen und immer mal wieder entweder quer gehalten oder hochkant und ja, wie willst du das dann zusammenschneiden? Das ist ja total konfus. Aber das lag halt am Alkohol, am steigenden Alkoholpegel dann irgendwann. Vielleicht kann man davon dann ein paar Szenen nochmal irgendwann so als Outtakes oder so verwenden, sicherlich. Aber schauen wir mal. Okay, dann ja, bis zum nächsten Special. Schaut euch den Film an, falls ihr es noch nie getan habt. Wenn ihr es schon mal getan habt, schaut ihn euch wieder an. Es ist immer wieder eine Freude, habe ich jetzt die Tage festgestellt. Und bis dann. Tschüss.